Also Karpaltunnel, wir schauen uns das Retinaculum flexorum nochmal an und wollen sie erst annähern. Das heißt, der Trick fürs Annähern wäre, mach so ein klein bisschen raus, schon abgepackt. Trick fürs Annähern wäre, eine Flexion und zusammen drücken, sage ich jetzt mal, der Handstruktur, das hier. Sonst wir packen das Spiel, nähern es an und bringen es in die Flexion. Ja, das war auch das mit dem Palmaris Longus, das fällt ganz gut. Bitte. Also so und so. Jawohl. Zusammen. Mhm. Eins, zwei, drei. Okay. Hat ich gesehen? Okay. Feintuning. Einstellen. Und jetzt kommt ja noch der zweite Schritt, den unbedingt ja auch noch machen. Das ist ja das, was klassisch meistens gern gemacht wird, das ist Öffnen und Dehnen. Wenn hier eine Entspannung eintritt, Release, Vitalität. Dann geht ihr tief durchatmen, in die Neutralstellung. Jetzt in die Spreizung, dieses Band hier vorne spreizen und in die Streckung und nehmt ruhig die ganze Faszienkette mit. Das heißt, spreizen, Extension, ganzen Arm strecken, so ein bisschen sogar über den Tisch oder Ellenbogen, über so einen Hebelmechanismus. Und auch hier einstellen, Feintuning in die Dehnung. Wenn der Patient sagt, oh, das kribbelt und schläft ein, ist das so? Wenn er es sagen würde, dann lasst ihr ein bisschen nach. Dann seid ihr zu krass rangegangen. Dann geht ihr wieder zurück, wieder indirekt, wieder direkt. Also wechselweise, wie oft machst du das? Wenn sie jetzt nicht einschläft in der Dehnung, dann bleibe ich da. Mhm. Das würde ich nur sagen, wenn er sagt, oh, jetzt schläft es ein, dann breche ich ab. Das ist okay, dann würdest du jetzt nochmal quasi im Gegenteil machen. Und beim zweiten Mal würde ich sanft daran, sodass er hoffentlich nicht sagt, dass es nicht. Und auch hier darf sich das entspannt tief durchatmen. Da machen wir ein bisschen länger, vor allem wenn es ein bisschen verspannter ist und locker lassen. Jetzt darfst du Pause.